Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mordheim. Es wird ernst. Wir sind bei der letzten Story-Mission angekommen. Und zwar bei der Mission Geburtstagsgeschenke. Der Baron möchte seinen Speisesaal mit etwas Spektakulärem dekorieren und die Kriegerbande soll nun eine entsprechend beeindruckende Trophäe für ihn erbeuten. Ja, diese Trophäe ist nichts anderes als der Schädel eines Manticore. Und ihr könnt euch vorstellen, mit unseren paar Männchen da einen Manticore zu erschlagen, ist keine leichte Aufgabe. Wir nehmen Gunther mit, Rainer, Reichwald und Renegut, die Schlechterziege Helmut Kohl, Fritz Keller, Maro Lundorf und Tanis. As I feared, the Baron has been less than generous in rewarding us for rescuing Willem. The alliance he hoped for with the Markgraf hasn't happened, but at least the Van Hoelers no longer support the Duke. The Baron has issued new orders. The Baroness will be celebrating her birthday soon, and most of the province's nobility will be attending the feast. The Baron wants to impress his guests with something exotic and spectacular in his banqueting hall. He wants a trophy that will amaze the other. A new round has started. Luthor hat das Gelände ausgekundschaftet und wurde anscheinend dabei gefangen genommen. Also wir schauen uns erstmal die Missionsziele an. Wir müssen Luthor finden, den Köder vom Kriegswagen holen, das Versteck des Manticores finden, 7 ätzende Moorsteine finden, Magister Varkin töten und 2 Gefängniswärter. Und dabei wären wir auch schon bei der nächsten Schwierigkeit der Mission. Wir müssen natürlich nicht nur den Manticore töten, sondern auch einige Chaos-Anhänger, die sich beim Manticore mit herumtreiben. Ja, wir haben hier im Kriegswagen eine frische Leiche, um den Manticore in sein Versteck zu locken. Das nehmen wir gleich mal mit Reichwald. Und dann schauen wir uns mal hier das Gelände an. Beute suchen, Beute suchen, Beute suchen, okay. Und hier haben wir anscheinend Punkte, wo ätzende Moorsteine versteckt sein könnten. Okay. Dann wagen wir uns mal in den Marktplatz. Gegner haben wir ja noch keine gesehen. Gut, dann würde ich sagen, da liegt auch schon ein Pferd oder was das sein soll in einer Pfütze. Und wir werden jetzt wohl wahrscheinlich da alles abklappern müssen, damit wir diese ätzenden Moorsteine finden. Aber erstmal brauchen wir Luthor. Erforderlicher Gegenstand: Holzbretter. Die hier. Holzbretter. Okay. Stellen wir uns mal hier hin. Ah,
da haben wir schon ein Initiat. Da geht Tanis doch gleich mal in Beobachtungshaltung. Okay, aber wo sind hier Holzbretter? Ach so, die muss ich hinlegen, damit ich durch die Säure komme. Mhm. Ah ja, Initiat, Anführer, Magister Warkin, da haben wir ihn ja. Sehr gut. Rainer ist schon wieder hier, nicht mehr vor Gericht. Kleiner Insider. So, ja, wir verteilen die Kriegerbande mal. Knarr, mhm. Ja, der läuft direkt in... Ach, der hat auch einen Bogen. Oh. Und ballert gleich Riozmoll lockerflockig 78 Lebenspunkte weg. A new round has started. Ah, den Gefängniswärter hätten wir auch hier. Säurepfütze. Ah ja, da vorne. Keine Ahnung, wer die ausgelöst hat. Naja, der verfluchte, verdammte, wie hießen die? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle können wir hier auch mit dem Reichwald mal den Bogen zücken und dann zielen wir einfach mal auf. Nein, ich möchte eigentlich den... Den Dingens da hinten. Genau, den mit dem Bogen. Ah, und da bin ich etwas zu weit gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dann müssen wir halt da mit dem Helmut mal gehen wir mal in Überfallhaltung. Und ich glaube, da vorne sehe ich auch schon den Wagen, wo Luthor gefangen ist.
Ah ja, übrigens. Ich mache gerade erste Versuche auf Twitch. Geht einfach mal auf meinem YouTube-Kanal. Rechts oben findet ihr einen Link auf den Twitch-Kanal. Und also wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr da mal reinschauen. Ich teste da derzeit ein bisschen rum. Da mal Total War Warhammer 2 begonnen und teste mich da jetzt so ein bisschen durch die Grafikeinstellungen, damit das einigermaßen von der Ruckelei her erträglich ist. Eieiei, die schießen ziemlich gut. Auf alle Fälle, ja. Schaut da, wenn ihr Bock drauf habt, einfach mal rein. Und dann werde ich zukünftig da mal Let's Plays auf Twitch veröffentlichen, live. Und ich stelle gerade fest, der Gegner schießt besser als ich. Das heißt, ich sollte da nach Möglichkeit mit dem in den Nahkampf gehen. Ja, ja, genau. Genau. So, Rigutz. Was machen wir da? Machen wir da mal Raserei? Ja. Wir machen mit Rigutz mal Raserei und kaufen uns den hier. Halt, Präzisionssieg brauchen wir nicht. Wir hauen den Gefängniswärter mal so gepflegt eine rein. Halt. Gut, Rainer. Mit dem könnten wir eigentlich hier mal aushelfen. Da kommen wir aber nicht rein, glaube ich. Nein. Dann hier mal Überfallhaltung. So, wie sieht's denn von der Abfolge her aus? Der Chef ist noch dran, der steht aber hier hinten. Gut, der könnte noch mal schießen. Ah ja, ja, zielen sollte ich da schon. Hier ging es noch, ja. Kommen wir da? Ja, das. Ah, nein. Das geht nicht. Da müssen wir dem Rigutz wohl noch einen Befehl geben. Genau. Objective completed. Hier Befehl und
Überfallholzung. Schlechte Idee. Hier. Okay. Du in Beobachtungshaltung, das ist okay. Und dass du verfehlst, gefällt mir auch recht gut. A new round has started. Ohoho, eine Chaosbrut. Die kann uns unter Umständen Probleme bereiten. Noch mehr als die Schützen wahrscheinlich. ...108 Schadenspunkte. Du fasst es nicht. Gut. Hauptmann Schepke ist an der Schwelle zum Tod. Reichwald kriegt auch eine auf die Nuss. Boah. Spinnen die. Ich glaube, ich muss hier mal den Helmut zur Verstärkung mit dranziehen. Objectives updated. Ja, also das sind definitiv keine Schwächlinge, gegen die wir da antreten. Objectives updated. New objectives added. Good. Genau, den brauchen wir. Gut, oh, was brennt denn hier?
So, regelt meine Hoffnung hier gegen diesen komischen Gefängniswärtertypen. Ich glaube, den werde ich mal verzögern. Der Venari-Mensch da dürfte noch drankommen. Da könnten wir noch einen Schuss anbringen, jawohl. Und mit Reichwald, da war ja noch einer da. Da hinten, da komme ich nicht dran. Auf den hier natürlich auch nicht. So, gehen wir nochmal zurück. Vielleicht hier durch. Es will einfach nicht reichen. Naja. Dann eben auf Knarr und noch einen Sturmangriff auf den hier. Ja, Gunther, rappel dich mal auf und löse dich, bitteschön. So, hier in Sicherheit bringen. Und ich glaube, der Gunther hatte ja auch noch einen Heiltrank, oder? Wo war der? Waffenwechseln, lösen, Angriff, Sturmangriff. Führung, Befehl, Überfallhaltung, Ausweichhaltung, Parierhaltung, Waffen wechseln. Der hatte tatsächlich keinen Heiltrank. Dann müssen wir ihn nochmal verzögern. Geben wir lieber Regutz dann einen Befehl. Den wird er wahrscheinlich gar nicht brauchen. Objective completed. Kommt die. Ach so, der hat nicht mehr genügend Punkte da. Na gut. Ja, die schießen einfach gut, die Jungs. Also, verhältnismäßig. Ja, Gunther. 18 Lebenspunkte. Dich sehe ich dann eher in der Rolle des unterstützenden So, ja, für sowas kann man den Rainer brauchen.
Ah ja, genau, der Magister war ja noch mit dem Bogen. So, Helmut. Charge mal hier rein. Die schlechte Ziege steht noch in der Säurepütze. Das ist nicht so Schlüssel des Gefängniswertes. Sehr gut. Und dann brauche ich auch noch den Köder wieder. Nochmal ein Schlüssel. Den Köder hatte ja... Beute suchen? Hauptmanns Bier. Bringt mir weniger. So, gut. Ich glaube, hier braucht er noch Unterstützung. Gegen Mr. Gelriss. Ah, das ist ein ziemlich zäher Hund. So, Gunther. Gunther könnte mal schauen, dass er hier irgendwelche Bretter organisiert. Nur wo? Da vorne vielleicht? Mit Riguts quälen wir uns da mal in Richtung der Chaosbrut. Schön, dann wäre der schon mal weg und dann... Ja, dann war's das auch schon. Gut, wo liegt denn Reichwold? Genau hier. Objective completed. Und was bist du? Die hat einen Schild, den ich jetzt noch nicht brauche. Kommen wir hier noch ran? Ja, sehr schön. Halt, da brauchen wir noch einen heftigen Hieb. Genau.
Ah, der verliert die Nerven. Sehr gut. A new round has started. Ah, okay, da haben wir halt diese Chaosbruten-Problematik. Was uns wahrscheinlich Fritz Keller kostet. Jo. Helmut ist doch genau der richtige Mann hier gegen den Magister. Gut, schlechte Ziege. Schlechte Ziege hat ja die Schlüssel. Das heißt, wir versuchen uns da mal in Richtung des Wagens vorzutasten. Tanis löst sich wohl mal, genau. Und wird dann mal hier Rigots Platz machen. So, hier wollten wir Bretter. New objectives added. Objective complete. Okay, Holzbretter. Wir haben ein Holzbrett. Das können wir dann wohl hier hinlegen. So, gut, dann hilf hier mal aus gegen die Chaosbrut. Heftiger Hieb brauchen wir nicht. Da reicht ein normaler Angriff. Genau. Ah, verfehlt. Schade. So, und Rainer sollte dann wahrscheinlich mal okay, das reicht von der Bewegung nicht.
Das hier natürlich auch nicht. Ja, schade. Ich dachte, das könnte ich machen, ohne den Gegenangriff zu triggern. So, jetzt ist halt er hier noch dran mit seinem Bogen. Ja, genau, das ging in das noch funktionsfähige Knie. A new round has started. Ja, ich glaube, ich werde halt diesen Manticore dann nie und nimmer umhauen. Vor allem, ich glaube, da kommt halt dann Verstärkung auch noch an. Gut. Hier glaube ich, muss ich von oben ran. Genau. Bretter holen. Ist Lotur hier überhaupt drin? Oh, Tanis ist entsetzt. So, und jetzt muss ich schauen, dass ich da auf den Objectives updated. Brettern bleibe. Objectives updated. Gut, also einen der Moorsteine hätten wir schon mal. Gut, wo liegen noch Bretter? Ah, und da glaube ich, ist das Manticore-Versteck, wenn mich nicht alles täuscht. So, Reguz, bitte entferne diesen widerlichen Chaos-Brut-Dingens mal aus dem Spiel. Ja,
Ach, so wird's nix. Okay, mit etwas... ich wollte schon sagen, mit etwas Glück. Gut, Helmut Kohl kann jetzt hier mal tätig werden. Ja, aber das reicht nicht mal für den. Okay. Da zieht der gleich eine Zweihandaxt. Ich dachte, da kommt jetzt ein Dolch oder irgend sowas. A new round has started. Jetzt haut er mir hier Regutz kaputt, oder wie? Ja. Ja gut, da war Mission Manticore anscheinend doch nicht so erfolgreich wie gehofft. Da ist Luthor ja auch nicht drin, oder? Ah, okay, er könnte hier drin sein. Aber man weiß es nicht, weil Helmut ja nicht die Schlüssel des Gefängniswärters hat. Okay. New objectives added. Objective completed. Ah ja, Luthor ist hier drin. New objectives added. Gut. Objective completed. Dann legen wir dem Luthor einfach mal die Bretter aus. Oh, Tarnis. Bretter, wir brauchen Bretter. Oder liegen die da in unbegrenzter Menge rum?
Wo hatte ich die nochmal her? Gut, dann rein einmal auf die Chaosbrut. Komm, du wirst doch... Ja. Gut, Loot-Tor. Da hinten kommt Schäpke schon an. Und wo liegen hier Bretter? Holzbretter brauche ich hier. Holzbretter brauche ich hier. Da. Holzbretter. Was liegt hier? Kann ich die Holzbretter hier aufnehmen oder? Nein. Kann natürlich auch sein, dass ich durch gewisse Pfützen auch einfach durchgehen muss. Das wäre natürlich super fies. A new round has started. Ach, feindliche Verstärkung ist eingetroffen. Gut, die Mission ist quasi nicht schaffbar. Aber ich würde sagen, wir hauen jetzt zumindest noch hier den Magister um und triggern noch kurz den Manticore, damit ihr den auch mal gesehen habt. Gut, genau, schlechter Ziege hat ja eh, da hinten kommt schon einer an. Schlechter Ziege hat ja, glaube ich, eh den Köder. Nein? Köder hat ja dann, kann auch sein, dass das der Rainer war. Objective completed. So, was gibt's hier noch? Ja, Gold. Goldkronen bringen uns hier nichts.
Gut, hier können wir noch. Ja. Hier könnten wir noch plündern. Oder war es Helmut mit dem. Nö. Auch kein Köder. Naja, dann ziehen wir mal unsere Männer am Manticore versteckt zusammen. Gut, Ah ja, genau, ätzender Moorstein habt ihr eher. Bretter hatte Luthor, okay. Da muss man dann wahrscheinlich außenrum, okay. Dann machen wir hier mal Ausweichhaltung. Hier schon rein. Ja. Genau, also wie gesagt, hier kommt der Manticore. Dann können wir hier noch verbrettern, damit wir zumindest noch einen Moorstein sammeln. Objectives updated. Objectives updated. Ach, da wären noch Bretter, okay. Da hinten auch. Mhm. A new round has started. Objectives updated. Ja, schön. Kommt an, tötet den Chef und rennt weiter auf Luthor zu. Schön, schön. Fell hat einen Dolch, okay. Dem ist der Rainer wahrscheinlich über.
Gut, Tilor klickt. Dann schauen wir mal, was der da noch mit dabei hatte. Ach so, der hatte nur den. Der hat den einfach nur ausgeraubt. Objectives updated. So, Rainer war das mit dem. Genau. Rainer war das mit dem Köder. Das heißt, ich ziehe mich hier zurück. Wie gesagt, den Manticore möchte ich euch schon noch zeigen. A new round has started. Und nochmal feindliche Verstärkung. Super. Fell gibt einfach nicht auf. Gut, Luthor kann einfach mal hier abwarten in Verzögerungshaltung. A new round has started. Ja, Fell, komm noch mal ran.
So, hier nochmal Lösung und dann sollte ich da, glaube ich, nächste Runde oder spätestens übernächste hinkommen. Ja, da spawnen halt auch Gegner mit Bögen. Mit Bögen. Und wenn du da halt keine Möglichkeit hast, dich zu heilen, ist das Ganze etwas schwierig. So, Kampfsau Luthor müsste den doch eigentlich in einer Runde ausknipsen, oder? Ah, fast. So, Mr. Winkler, übernehmen Sie. Na, jetzt reicht's doch nicht. A new round has started. Genau, verzögern. Dann Helmut Kohl bringen wir auch noch ran. Rainer, wir brauchen Rainer. Da ist er. So.
Ja. New objectives sieht schon mal, der hat jetzt complete. Wirklich eine halbe Pferde, ein halbes Pferd hier hingezogen. Genau, und da haben wir schon den netten Manticore. Ja, Entsetzensprobe natürlich fehlgeschlagen. Und schaut euch einfach mal. Schaut euch einfach mal die Trefferpunkte des Manticore an. Der hat 2550. Also knapp das Zehnfache von Rainer. Und ist zusätzlich noch ziemlich schwer zu treffen. Also 45%. Da kann man schon dran schlagen, vor allem wenn dann Gegner um Gegner kommt. Gut, Luthor, nix mit Befehl? Doch, Befehl. Also wenn ich mit der Rainer 100 Mal draufhau und 100 Mal treff, dann geht der Manticore kaputt. Fantastisch, oder? Ah, jetzt kommen sie von hinten auch noch. Genau. Mhm. Ah, da kriegt Helmut noch eine gehämmert. Ein Fieger. Your warband morale is critically low. A new round has started. Warpsäuregift hat er auch noch. Ah, und der macht Pfützen. Sehr schön. Ah ja, da fliegt er weg und... Ja, gut. Wir ziehen uns eh zurück. Also, ihr seht, die Mission hier ist knüppelhart. The enemy may have proved too strong to overcome, but while you live, there may yet be opportunity for you in Mordheim. Rebuild your warband. Rearm your men. Learn from this defeat and remember the foe that has bested you. Never forget the bitterness of failure.
So, schauen wir nochmal. Gut. Glückliche Rückkehr, leichte Verletzung, Genesung, glückliche Rückkehr. Ah, okay, Helmut Kohl ist tot, weil er sein zweites Auge verloren hat. Mhm. Reichwald ist auch noch tot. Okay. Also ihr seht, meine Kriegerbande war ja jetzt komplett aufgelevelt auf Level 10, bis auf den Maro, der war Level 9. Und trotzdem habe ich die Mission bei Weitem nicht geschafft. Also hier die gegnerische Kriegerbande so weit zurückdrängen, dass man diesen Manticore-Köder auslegen kann, geht. Allerdings der Manticore selber und dann noch die Verstärkung, ja, also meines Erachtens unmöglich, beziehungsweise nur schaffbar, wenn man die Kriegerbande wirklich auf den Punkt genau geskillt hat. Ja, von daher, ich habe euch die letzte Mission gezeigt. Es gibt ja auch keine Endsequenz in dem Sinn, sondern nur wieder Hurra und der Baron sendet euch eine Lieferung zur Belohnung und dann kann man halt endlos weiterspielen ohne die Story-Missionen. Kurz und knapp, von daher werde ich das Mordheim-Let's Play an dieser Stelle beenden. Ihr habt die letzte Story-Mission noch gesehen und ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Let's Play. Wie gesagt, schaut ruhig mal auf dem Twitch-Kanal vorbei. Da werde ich auch noch ein bisschen was machen und falls ich dann ein richtiges Let's Play twitche, werde ich es auch hier auf YouTube hochladen. Ansonsten werde ich jetzt wohl eine kleine Let's Play Pause machen. Ich möchte nämlich noch einen versprochenen Warhammer Spielbericht aufzeichnen und ja, ihr wisst, bis ich den aufzeichne und mir Hintergrundgeschichte und so weiter überlege, das dauert. Von daher, ich wünsche euch was und dann sehen wir uns demnächst wieder. Also, bis dann!